Hey Leute, willkommen zurück zu Amy. Ja, ich bin immer noch von Amy getrennt, aber ich werde jetzt nicht zurückgehen. Ich werde erst mal schnell hier runtergehen. Denn da unten der Wagen, den wir da sehen. Also was heißt der Wagen? Ja, das habe ich nämlich jetzt erst gesehen. Im Review, dass dieses Ding da Rollen dran hat. Und ich denke mal, wenn ich das verschiebe, kann ich Amy zu mir holen. Und deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen, weil ich bin schon ziemlich im roten Bereich, wie ihr seht. Ich hätte ja gerne Anzeige, wie sich dann feststellt. Ah, seht ihr? Ich hab's gewusst. Komm, Amy. Bitte komm schnell zu mir. Ja, so eine Art Prozentanzeige oder sowas. So ein Balken, der sich füllt. Komm, Amy, schnell. Schnell, schnell, schnell. Wenn ich sehe, wenn es eben gefährlich wird für mich, für Lana. Mit der Infektion. Oh, das hat gereicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ich habe gesehen, ich kann da noch irgendwas aufheben. Wo haben wir es denn? Na? Bitte lass es eine Spritze sein. Ja, es war eine Spritze. Sehr gut. Komm, Amy. Ach, das Kind. Und die Minen sind aus. Ich bin so froh, dass diese blöden Minen aus sind. Jetzt kann ich mich immer ein bisschen besser umschauen. Da war doch bestimmt noch irgendwo was versteckt. Nein. Nee, leider nicht. Hier nicht. Oh doch, da. Wenn man es denn sehen würde. Ich sehe es. Ich sehe da gar nichts. Oh doch, jetzt. Seht ihr das? Ganz leicht blinken auf dem Boden. Das war schon ganz schön fies, ne? Diese Dinger, die sieht man gar nicht. So, machen wir mal einen Schritt vorsichtig. Ja, ist hier noch was? Hier habe ich ja letztes Mal eine Spritze, glaube ich, aufgesammelt. Da muss ich wirklich genau umschauen. Aber in der Pflanzenkübel liegt da auch noch was, oder? Nee, das ist nur eine Scherbe auf dem Boden. Ich dachte, das wäre was. Naja, gut. Sehr, sehr gut. Dann hätte ich hier alles. Vielleicht da hinten in der Ecke noch was. Guck mal, draußen schneit's. Oh, ist das schön. Du weißt, ob der Schnee wirklich so friedenbringend ist, wie man ja immer denkt. Am Ende ist das alles verseucht da draußen und alle Menschen sind schon infiziert und tot oder sonst was. Naja. So, jetzt kann ich eigentlich durch diese Tür da hinten geht, was? No Subway? Was steht da? To Subway. Ach so. Zum Untergrund. Zu den U-Bahnen. Gut. Das hieß ja, ich muss alle 15 Minuten würde ein Zug fahren und ich müsste eben einen erwischen. Oh, ein Heli. Aber ich habe so das Gefühl, die sind nicht hier, um zu helfen. Also jedenfalls nicht mir. So. Licht, das ist so toll, dass Amy ein Licht dabei hat. Ich kann mir nur denken, wenn wieder Zombies kommen, dann ist das sehr kontraproduktiv. Wenn es wieder andere Infizierte auf den Plan ruft. Ist hier irgendwas? Ist ein paar Items? Nö. Oh oh. So, komm, wir machen das Licht mal lieber wieder aus, Amy. Oh, Kontrollpunkt. Juhu! Mona, have you been developing any symptoms? Amy's telekinetic powers are increasing, Ellen. They're more powerful than her best scores in the center, by at least a magnitude. I'll need to run a battery of tests to understand what's been done to her. You're certain that she's showing no signs of infection? No, it's the opposite. Well, she heals me every time I get sick. She's become a cure for the virus, at least for me. Ja, das haben wir schon gemerkt. Das ist eine super Sache. Oh Gott, große Halle. Komische Geräusche. Zombies? Das sieht noch nicht so aus. Okay. Komm, wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Hier haben wir zumindest einen Schalter. Mit dem werden wir wahrscheinlich den Aufzug hier in Gang setzen. Und darum geht es nicht weiter. Aber wir haben da irgendeinen Teil mit einer Leiche drin. Sehr gut. Leichen sind immer gut. Ja, nicht immer. So, ich würde sagen, Amy, da drückst du mal den Knopf. Das ist lieb. Braves Kind. Und wir schauen uns mal ganz kurz hier oben um. Wie viele Spritzen habe ich? 2 Stück. Gut. Hallo? Okay, dieser Aufzug geht schon mal nicht. Ach, das ist der für drüben? Ah, ich verstehe. Was passiert denn hier? Drück den mal bitte, Amy. Ich könnte wetten. Ja, könnte ich wirklich wetten. Dass jetzt unserer hochfährt. Wer baut denn so eine blöde Steuerung? Mal ganz ehrlich.
Der Knopf, der direkt neben dem Aufzug ist, setzt den am anderen Ende des Raums in Gang. Und der hier ist, der setzt natürlich genau den anderen wiederum in Gang. So was Bescheuertes. Oh, da ist ein Zeichen. Ein Zeichen. Diese Musik immer, ne? Diese Einspieler. Ich krieg irgendwie immer Angst, wenn das kommt, dieses Zischen und Rauschen. Aber mittlerweile habe ich gelernt, es ist gut, wenn man Geräusche hat, denn damit kann man arbeiten. Also wenn es komplett leise ist, ah, seht ihr, das mal nicht bewegen. Ja, sehr gut. Ich hoffe, dass diese Leichen nicht irgendwann aufspringen und mich erschrecken, denn sonst fange ich wieder an zu schreien und das ist nicht gut. Denn es ist schon sehr spät, zu dem Zeitpunkt, den ich jetzt aufnehme. Und meine Nachbarn werden sich nicht freuen, wenn ich wieder anfange rumzugrölen und rumzuquieken. Now, this is going to be a challenge, Amy. It's like one of those games we played at the center. Okay. Let's put our brain capsule. Was? Eine Gehirnkapsel? Also eine Denkkapsel oder so? Ja, auf jeden Fall so. Ich hab's nicht gelesen. Ich habe auch nicht ganz zugehört, was ich sagte. Aber das ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall ist das wieder ein Rätsel. Das heißt, dort oben ist ein Symbol. Das braucht Amy bestimmt, oder? Hier ist eine Tür. Die wollen wir öffnen. Zuerst noch natürlich diese Stange hier krapschen. Wunderbar. Jetzt habe ich eine neue Waffe. Oh, guck mal, hier ist wieder eine Spritze. Jawohl. Mal kurz Licht. Dankeschön. Okay. Ah, da ist wieder ein Symbol. Seht ihr? Gut. Soweit, so gut. Jetzt ist die Frage. Was ist hier auf der anderen Seite beim Aufzug, wenn ich dort hochfahre? Im Moment sieht es nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Gut, wir machen es mal so. Nee, machen wir nicht. Ich fahre zuerst hoch. So, Amy, du drückst mal den Knopf hier. Wie doof eigentlich, oder? Dass ich das arme Kind immer vorschicken muss, wenn ich irgendwas hier machen will. Irgendwie tut es mir ja schon fast leid. Wait for me, Amy. I'm not going far. Ja, ich hoffe doch. Warum hat sie eigentlich keine Lampe dabei? Das finde ich umso beunruhigender. Dass man dem Kind so eine wichtige Aufgabe überlässt. Und was war das eben für ein Schalter? Kann ich den selber drücken, oder? Ach, guck mal hier. Ah ja, ich verstehe. Hä? Was kann ich denn Amy hier sagen? Gar nichts. Okay. Aber ich weiß, was ich tun muss zumindest. So, du drückst nochmal den Knopf, bitteschön. Amy muss wahrscheinlich hier rauf. Muss ich das Symbol holen? Oder warte, noch besser. Hat sie überhaupt ein Symbol? Ja, sie hat noch eins. Sehr gut. Oh, jetzt hänge ich wieder. Komm, schnell. Schnell, Amy. Das wird ja immer schneller hier, sag mal. Eieieiei. Also Amy muss hier rauf. Und dann muss sie dort das Symbol benutzen. Warte mal, das machen wir jetzt eben. So. Du bleibst hier, junge Dame. Jawohl. Okay, gut. Wir gehen schnell rüber. Lalalalalalala. Drücken den Schalter. Und lassen Amy nach oben. So. Wenn es geht, immer in ihrer Nähe bleiben ein bisschen. Das verzögert so die Infizierung. Ja, seht ihr, es wird gleich grün. Grün ist gut. Grün ist nett. Grün ist eine schöne, beruhigende Farbe. So, dann. Du läufst dahin. Genau. Sonst kommen wir so, kriegen wir so grün. Ja, danke. Okay, so. Amy, dann machen wir mal eben das da kaputt. Bam! So. Sehr schön. Dann kommst du wieder dahin. Dahin bitte. Lalalalalalalala. So. Komm schon. Wir können es schaffen. Zack. Aber jetzt hat sie kein Symbol mehr, ne? Ja, das ist blöd. Das ist blöde. Achso, aber ich weiß, wie es geht. Ja, klar weiß ich, wie es geht. Komm. Komm, Amy. Sicher ist es nicht... sicher ist, ich nehme immer eins mit. So, komm. Du bleibst da. Okay, gut. Dann drücke ich dich mal nach oben. Und steige selbst die Leiter hinauf. Dann holen wir uns noch ein paar Symbole ab und dann gucken, wie es weitergeht. Okay, okay. Gut.
Jetzt habe ich da oben die Bretter zerstört. Die Frage ist jetzt, kann ich Amy dorthin mitnehmen oder... Aha, wahrscheinlich nicht, weil ich kann ja nicht nachkommen, wenn sie oben ist oder umgekehrt. Das ist ärgerlich. Komm, Amy. Komm, komm, komm. Und einmal aufmalen, bitte. Komm. Macht sie. Ach, du bist ja ein braves Kind. So, haben wir jetzt wieder was? Sehr gut. Ah, drei Stück hat sie. Fantastik. So. Immer so umständlich hier alles. So, bleib. Ja, ich weiß, du bist kein Hund, aber... Oh, armes Kind. So, komm. Und... Ja, wie gesagt, für meinen Geschmack geht es fast noch ein bisschen zu schnell, dass dieses... Ja, diese Verseuchung sich eben auflädt. Die Zombies könnten ruhig ein bisschen stärker sein, habe ich kein Problem mit, aber... Diese Infizierung, dass man da wirklich immer so einen kurzen Zeitrahmen nur hat, das finde ich sowas von unmenschlich fast schon. So. Komm schnell. Komm, Amy. Komm schon. Wie gesagt, gegen die Barriere anläuft, schon lustig. So, du drückst mal den Knopf jetzt hier bitte. Und Tante Lana geht mal hier weiter. Ich hoffe mal, ich kann dich gleich nachholen. Aber ich habe ja, glaube ich, drei oder vier Spritzen. Ja, das reicht ein bisschen. So lange wird Amy noch mit sich selbst zurechtkommen. Irgendwie, ja, ich habe auch gesehen oder gehört, beziehungsweise gelesen bei dem Achievement, dass Amy wohl auch angegriffen wird von den Gegnern. Aber was? Och nö, oder? Och, wie bescheuert. Ja, dass Amy angegriffen wird von den Gegnern und sie ihr ihre Energie absaugen. Das habe ich bis jetzt zum Glück noch nicht erlebt, aber ich habe das Achievement auch noch nicht bekommen. Was mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen wundert. Naja. Wenn ich jetzt hier zu früh loslaufe, dann bleibt sie hängen. Das ist lustig. Haha. So. Okay, dann halt nochmal. So, komm. Amy, du stellst dich hier drauf. Bleibst hier. Okay. Alles klar. Ich laufe dahinter. Lalalalalalalalala. Mach dir das Ding hier hoch. Würde mich mal interessieren, ob sie auch später mehrere Symbole auf einmal nutzen kann. Das hat ja so ausgesehen in dem Ringmenü, da waren ja gleich mehrere Dinger noch zum Auswählen. So, jetzt hierher. Ich warte kurz hier unten, sonst werde ich wieder zu böse verseucht. So. So, da leer machen wir jetzt. Ich bescheuert, ne? Brauche ich halt zwei Stück. Wer hätte mir das. Hätten sie mir auch irgendwie früher sagen können. I'm so proud of you, Amy. You did it! Ja, Amy, ich bin so stolz. Tante Lana ist stolz. So. Ist sie drauf? Sehr gut. Jetzt drehen wir das Spiel nämlich gerade wieder rum. Jetzt fahre ich hoch und du drückst den Knopf. Was hältst du davon? Aber erstmal hole ich mir kurz ein bisschen Gesundheit. Wunderbar. Und... Na? Na? Krieg ich's? Da. So. Perfekt. Es ist gerade ein bisschen unspannend, möchte ich fast sagen. Das Rätsel. Also es, ja, es ist halt, weiß nicht, bisschen schwergängig, muss ich schon sagen. Es ist halt viel, na, gehst du dahin, probierst du da mal aus und so. Aber ja, ich meine, ist okay. Komm, nicht hängen bleiben. Warte mal, da war doch noch was. Kann ich da was verschieben? Ne, das sind nur Kartons. Komm, jetzt aber höchste Eisenbahn, junge Dame. Schnell Amy durchlassen. Vor allem hätte ich gerne mal wieder einen Checkpoint. Weil in Anbetracht dessen, dass das Rätsel hier ewig lang ist, also was heißt Rätsel, das halt dieses Aufzug hoch und runter geschicke, muss ich sagen, es würde mich sehr nerven, wenn ich das nochmal alles machen müsste. Wenn es so eine Action-Passage wäre, bei der ich ein paar Zombies killen muss, ja, das ist okay, aber das geht dann doch schon hier ein bisschen Richtung Nerv. Ja, seht ihr, da geht's schon wieder los. Alles wird rot und so verschwommen. Ah, da drin ist das Gitter. Ich sehe es doch, ich sehe es doch. Das Gittertor. Okay, 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 okay. Drück mal den Knopf. Das müsste eigentlich reichen, ohne dass ich mir Hilfe holen muss. Durch Spritzen. Komm, Amy. Komm schon. Wenn ich jetzt sterbe, na, dann kriege ich einen Rabbel. Sehr gut. Komm zu Zombie-Lana.
Okay, da kommt ja schon wieder so ein Tor. Zum Glück habe ich noch ein paar von den komischen Schockwellen übrig. Zwei Stück, um genau zu sein. Und BÄM! Kaboom! Vom Effekt her ist es schon ganz cool, muss ich sagen. Kann ich da nicht durch? Warum habe ich das jetzt gemacht? Könnte mir das mal einer sagen? Na toll, guck mal, wegen dem Stück hier, wegen diesem Schalter, haben sie das komplette Ding hier abgesperrt. Bescheuert. Oh oh. Mein Herzschlag. Ich meine, ihr könnt es nicht spüren, aber mein Gamepad vibriert gerade wieder. Rhythmisch. Wie als würde ein Herz schlagen. Das heißt, irgendwas Gruseliges geistert hier wieder durch die Gegend. Und das finde ich nicht schön. Was? Was? Ah. Alter. Hau mich halt. Penner. Und da kriegst du es. Bam, bam, bam. Na komm. Und bam. Ja, ich zerflügel dich. Jawoll. Zerflügel dich. Sehr gut. Ja. Hey, mein Herzschlag hat aufgehört. Das ist gut. Also, ja. Das ist gut. Das bringt mich dem Zombie-Sein noch ein Stückchen näher. Alles klar. Das heißt, das hier ist wieder so eine Geschwindigkeitssache. Das heißt, Geschwindigkeitssache. Ich muss Amy wieder zurücklassen. Aber, ich sehe schon was. Ich hoffe, das geht jetzt gut. Sonst habe ich ein Problem. Okay. Ich kann nicht so zielen. Das ist... hat gereicht. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, das war auch das Einzige. Alles klar. Amy, du bleibst kurz hier. Und Tante Lana macht hier oben mal alles klar. Ich hoffe wirklich, da kommt jetzt nicht noch so ein Zombie, sonst kriege ich nicht zu viel hier. Okay, mal raufsteigen. Und wahrscheinlich wieder runter auf der anderen Seite. Nee. So. Ja, und du? Für was war das jetzt gut, bitte? Na, vielleicht einfach mal Amy den Knopf drücken lassen. Na, was passiert? So. Aha. Aha. Okay, ich verstehe. Die Plattform bewegt sich. Alles klar. Komm dann schnell. Dann müssen wir uns ein bisschen beeilen, glaube ich. Ah, es ist wieder so, ne? So, komm, gleich nochmal drücken, Amy. Wir haben noch keine Zeit zu verlieren. Dann Lana geht's nicht so gut. Hä? Hallo, würdest du dich bitte bewegen, du blöde Plattform? Hallo. Hallo? Die bewegt sich nicht. Sag mal. Nee, die bewegt sich nicht mehr. Das ist schön. Okay, dann holen wir Amy nochmal kurz zurück. Amy, schnell! Komm her. Ich will nicht wieder zum Zombie werden. Macht mir immer so Kopfschmerzen. Hä? Ich verstehe es halt nicht. Ach, da drüben ist auch wieder ein Schalter. Moment. Okay. Irgendwie, ja. Ich kann hier nichts drücken selber, also muss Amy das wohl für mich machen. Komm, dann gehst du nochmal dahin. Good girl. Aua! Okay. Das war nicht so geplant. Ich schnall's gerade nicht. Doch, ich könnte es schnallen, wenn ich wüsste, dass hier immer noch ein zweiter Schalter ist. Denn ich denke mal, das ist die Fernbedienung, um diese Plattform hier hin und her zu steuern. Ist er das? Ist er das? Ist er das? Nö. Ja, also hier ist Ende Gelände. Ich brauche mal kurz so ein Licht, Amy. Oder kann ich irgendwie raufsteigen? Geht das? Eventuell? Nein. Hier kann man raufsteigen. Oder? Ja, perfekt. Komm, Amy. Dann gehen wir doch mal hier rauf. Ich komme dem Rätsel, also der Rätsellösung, so ein bisschen näher, glaube ich. Ja. Tatsächlich. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Ja, ich muss hier rauf. So. Jetzt muss ich Amy hier rauf schaffen.
Und sie muss dann wohl den Schalter drücken, dass diese Plattform wieder zurückfährt. Oder? Es sieht zumindest so aus, aber hier ist noch eine Plattform. Das gefällt mir irgendwie nicht. Okay. Bleib du mal kurz hier, Amy. Und zwar... Na? So. Du bleibst hier. Okay. Gut. Hätten wir das schon mal geklärt. Jetzt muss ich mal ein bisschen Gas geben. Tante Lana möchte nicht infiziert werden. Das versaut ihr den Tag, so ziemlich. Aber gut, hier unten bin ich eigentlich safe. Okay. So. Schnell hier rauf. Ja, es ist, wie gesagt, gerade ein bisschen öde. Dieser eine Zombie macht den Bock nicht fett, so wirklich. Aber gut. Ich bin schon einen Schritt weiter, wie gesagt. Jetzt hier rauf, schnell. Und Leute, bevor mich diese Spannung hier umbringt, werde ich hier mal eine kleine Pause machen und sagen, bis zum nächsten Mal mit Amy.